Trucks, die größer sind als Panzerburger mit bis zu 20.000 Kalorien und fast so viele Waffen wie Einwohner. Es gibt nur ein Land, das so viele Superlative vereint. USA! USA! Aus deutscher Sicht sind die Amis eine ziemlich extreme Nation. Das liegt in erster Linie daran, dass Essen und Trinken ein ganz anderes Kaliber haben, als wir es in Europa gewohnt sind. Ich glaube, ich gönne mir einen kleinen Drink. Und auch was man hier so in die Fritteuse haut, ist ziemlich heavy. Oder habt ihr schon mal frittierte Butter gegessen? Kein Wunder laufen hier 250 Kilo Menschen rum. Auf der anderen Seite sind Amis auch Trendsetter, wenn es um Körper- und Schönheitsideale geht. Was besonders auffällt, Amis sind exzellente Smalltalker. Für manche wirkt das oberflächlich, aber es hilft wahnsinnig hier anzukommen. Nach einem Inlandflug kennst du da die Lebensgeschichte, Schuhgröße und Vorname des Hamsters deines Nebensitzers. Bei Deutschen undenkbar. Diese zwei sehr unterschiedlichen Mentalitäten nennen sich das Coconut-Peach-Prinzip. Die Deutschen haben eine harte Schale, aber wenn man mal befreundet ist, ist das sehr loyal. Die Amis haben langfristig einen harten Kern, aber beim ersten Treffen denkt man gleich, man wäre beste Freunde. Hi, ich bin Micha. Oh mein Gott, du musst zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Für uns Deutsche ist der sehr dominante Nationalstolz befremdlich. Für viele hier ist Amerika das beste, größte, tollste Land der Erde. Das hat mehrere Auswirkungen. Im besten Fall führt das zu einem richtig guten Zusammenhalt der Leute. Man supportet sich und hat eine lebendige Gemeinschaftskultur. Und das finde ich ziemlich gut. Kann ich deinen Rasenmäher ausleihen? Natürlich! Gott schütze sie! Und Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika! Im schlechtesten Fall aber führt es zu einer Ausgrenzung aller anderen Menschen und zum Gefühl der Überlegenheit. Es gibt einen Grund, warum Donald Trump mit dem Slogan America First und solchen Tweets auf Zustimmung stößt. We have to maintain strong borders, or we will no longer have a country that we can be proud of. And if we show any weakness, millions of people will turn into our country. Diese Selbstbeweihräucherung führt auch dazu, dass viele Amis nicht über ihren Tellerrand hinausschauen und ein Gespür für den Rest der Welt entwickeln. Für die bin ich hier ein richtiger Exot. Woher kommst du? Deutschland. Deutschland? In Europa? Europa? Der Kontinent? Es gibt noch andere Kontinente? Aber nicht nur mit dem Nationalstolz, auch mit den Waffengesetzen tun sich viele Europäer schwer. Die Logik unter anderem von Trump, je mehr Menschen bewaffnet sind, desto sicherer wird es. Dass es dieses Jahr in Amerika fast 200 Amokläufe gegeben hat, wird außer Acht gelassen. An der Sache ist irgendwo ein Haken. Ich komm aber nicht drauf. Trotz aller Kritik liebe ich die USA. Wir sind in Deutschland auch sehr von ihr geprägt. Vor allem die Filme und Serien, die wir schauen. Weil eins muss man den Amis lassen. Sie können fett performen. Und das zelebrieren die auch richtig. In Hollywood zum Beispiel. All die berühmten Leute hier. Shrek? Wenn es um Offenheit, Herzlichkeit und Entertainment geht, können wir also noch richtig viel von den Amerikanern lernen. Wenn es um Politik geht, hoffe ich allerdings, dass ein anderer Weg eingeschlagen wird. Ich präsentiere unseren neuen Wahlspruch. Bayern first! Ich persönlich habe in Amerika richtig viel gelernt. Ich finde manche Sachen hier mega bescheuert, dafür andere Sachen richtig vorbildlich. Und das ist das Wichtigste. In all den Unterschieden gibt es eine Möglichkeit, selbst dazuzulernen. Und das ist eine richtig feine Sache. Who the fuck are you? Tja, und wäre der Junge bewaffnet gewesen, müsste er jetzt nicht rennen.